Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Videolog. Heute bei schönstem Wetter mitten im Oktober, wo es normalerweise regnet. Ich bin in Bad Homburg im Golfhaus im Kurpark und heute spielen wir die wunderbare Hochzeit hier mit Sektempfang auf der Terrasse, einem separaten Essensbereich und einer separaten Bar- und Tanzfläche. Also drei Positionen und alle drei müssen mit Musik versorgt werden. Und wie ich das gelöst habe und wie die Feier heute aussieht, das siehst du in diesem Videolog. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. So Freunde, heute hier alles wunderschön, die Dekorateure waren schon da, alles so ein bisschen in Pink heute gemacht, sehr sehr geil, vor allem der Essensbereich drin ist nochmal richtig schön dekoriert worden und den zeige ich euch jetzt mal. So Freunde, ich bin drin aufgebaut, heute mit meinem Technikpaket Mini, weil wir hier vorne, ich drehe mich einmal, gar nicht so einen großen Bereich zum Tanzen haben, aber hier hinten, da ist der Essensbereich, draußen ist noch die Terrasse. Und heute, wie gesagt, mit Technikpaket Mini, das heißt eine Maui-Säule, die reicht aber für den Raum hier vorne vollkommen aus. Mein Pioneer DDJ 1000 mit dabei und meine Lichtsäule, das heißt, da ist ein LED-Fluter mit dabei, ein Doppel-Moving-Head ist mit dabei und natürlich der LED-Diamond, der wirft hier heute Abend so viele bunte Strahlen in den Raum. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist alles heute so in so einem schönen weiß-rosa dekoriert hier. Das sieht man hier auch schon an diesen ganzen Luftballons. Genau, und hier wird später getanzt. Beim Soundcheck haben gerade schon die Mitarbeiter getanzt. Ganz genau, das blende ich euch übrigens mal ein. Soundcheck, Freunde. Soundcheck. Und da hinten, da wird schon getanzt. Wer den Song übrigens nicht kennt, ist der El Tiburon. Den habe ich früher als DJ auf AIDA gespielt. Das ist der inoffizielle Club-Tanz. Der ist von Projekto Uno. Ja, die legen schon los hier, die legen schon los. Noch gar keine Gäste da. Ich bin auch mitten im Soundcheck. Sehr geil. Komm, wir gucken mal. Krasses Ding, mitten im Soundcheck, ey. Gut, wir gehen mal raus, den Lautsprecher aufbauen. So, Freunde, Lautsprecher draußen steht, genau. Und was macht das Personal? Ist schon direkt im Einsatz am Mikrofon, am Lautsprecher. Die legen heute los, jetzt muss tanzen. Nicht mehr zu halten, die Jungs, nicht mehr zu halten. Gut, wir machen den Soundcheck fertig und ich teste mal das Mikro. So, Freunde, und hier hinten einfach mal so, ich weiß gar nicht, was für eine Distanz das ist, das sind locker 20 Meter, ist hier, oh, ich muss mich hier mal der Pflanze vorbeiquetschen, ist hier der Hochzeitsbereich, hier ist der Essensbereich, hier wird später gegessen, alles wurde schon richtig schön dekoriert, in weiß, in rosa, naja, rosa ist es nicht, das ist schon, wie gesagt, so ein richtiges knalles Pink, sehr, sehr krass. So, was sich das Brautpaar aber gewünscht hat, was wie gesagt wirklich die Besonderheit war, und zwar meine Anlage, wenn man sieht, steht ganz da hinten, weil hinten die Tanzfläche ist. Sie haben aber gesagt, Mike, wir würden gerne auch im Essensbereich später ein bisschen Musik haben und natürlich auch Reden halten wollen. Deswegen stelle ich einen Lautsprecher hier in den Essensbereich mit dran und daran wird ein Mikrofon angeschlossen. Aber das Mikrofon wird nicht direkt am Lautsprecher angeschlossen, sondern ich habe alles über das Catcore-System verkabelt. Das heißt, hinten ist ein Verteiler mit dabei und es läuft nur noch ein Kabel hierher und da hängt der Lautsprecher und das Mikrofon dran und das lässt sich komplett über die Hauptanlage hinten drüber steuern. Das heißt, da tue ich die Lautstärke regeln und der Ton für das Mikrofon, was hier gehalten wird, kommt nicht nur hier aus dem Lautsprecher mit raus, sondern auch hinten aus dem Hauptlautsprecher, sodass egal wo die Gäste gerade sind, hier im Essensbereich oder hinten an der Bar, auf jeden Fall Ansprachen und sonstige Sachen mitkriegen. Das ist was, das ist mir sehr, sehr wichtig. Jetzt stell dir mal vor, der Bräutigam oder der Brautvater hält, wie gesagt, so eine ganz brutal geile Rede.
Ey, und nur die Hälfte der Gäste kriegt's mit, weil einfach nur hier vorne nur Sound ist. Das geht gar nicht. Deswegen muss hinten der Ton auch mithörbar sein. Und das lässt sich über das Catcore-System lösen. Und das habe ich alles mit nur einem einzigen Kabel verlegt. Der Lautsprecher steht gerade noch draußen. Ich zeig dir das mal. Ja, und gerade steht der Lautsprecher noch hier draußen. Zum Sektempfang haben die sich nämlich auch gewünscht. Gerne so ein bisschen Hintergrundmusik hier zum Sektempfang. Deswegen steht hier meine Maui. Die Maui 5, die kleine kompakte Säule, gibt es übrigens eine komplette Review drüber hier auf meinem Kanal. Ich blende dir das hier oben mal mit ein. Und da hinten dran, ich gehe mal mit hin und zeig dir das mal, genau, liegt das sogenannte Catcore-System. Also das ist das System, über das jetzt alles angeschlossen ist. Und das alles läuft jetzt nur noch über eine einzige Netzwerkleitung nach drinnen. Und hier hängt ein Mikrofon mit dran, hier hängt die kleine Maui mit dran. Ich habe jetzt hier ein Kabelmikrofon dran gehängt. Das heißt, hier kann man später einfach nur das Mikrofon einschalten. Wir machen da mal einen Test. Der Kollege hat es gelockert. So, jetzt ist wieder fest. 1, 1, 2, 3, 1, 2, Test. Okay, funktioniert einwandfrei. Also, Kabelmikrofon ist hier drin und der Ton, den hört man auch drin über die Hauptanlage, weil das alles an dem Catcore-System mit dranhängt und alles über eine Netzwerkkabelleitung läuft, die einen Hin- und einen Rückkanal bietet. Das ist natürlich unheimlich geil. Also Hintergrundmusik hier zum Sektempfang. Da spiele ich übrigens jetzt meine Sundown Live-Mixe, weil das einfach super loungig, super sommerlich zu diesem Wetter passt. Und später im Essensbereich drin gibt es so ein bisschen Bar-Jazz, ein bisschen Jazz-Pop-Music und so weiter, bevor wir später mit der Tanzeröffnung in die Party starten. Freunde, wir genießen das Wetter draußen. Die Jungs sind schon am Getränke mixen. Was gibt's denn bei euch heute hier? Also heute bis 4 Uhr nachts gibt's nur Alkohol. Nur Alkohol? Genau. Jackie, dann Gin, Wodka. Genau, Campari, Aperol, alles. Das heißt, ab 10 Uhr ist hier Ausnahmezustand heute. Nee, Spaß. Also die Jungs verteilen gerade noch ein bisschen Sekt, ein bisschen Orangensaft. Und für den Sektempfang hier ist immer geil, besonders bei dem schönen Wetter draußen. Ja. Und während die Gäste draußen gerade noch am Gruppenfoto machen sind, wurde von der Location oder vom Caterer eben schon so Häppchen verteilt. Unglaublich lecker. Und wie das angerichtet ist, das Auge isst ja oft mit. Also sehr, sehr geil. Ich blende euch hier mal ein Bild mit ein. Das ist mal der Hammer, ey. Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Videolog. Heute bei schönstem Wetter mitten im Oktober in Bad Homburg im wie heißt das eigentlich? Wie heißt das? Jetzt muss ich mal fragen. Freunde, wie heißt eure Location? Golfhaus. Das Golfhaus, ganz genau. Das Golfhaus im Kurpark. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Jetzt hätte ich fast das Intro verkackt. Gut, jetzt müssen wir das nochmal starten. Okay, wir starten nochmal.